48 Minuten. Ich bin sehr gespannt. Ihr wisst, ich sage einfach meine ehrliche Meinung. Subchat oder sowas? Nein, ich finde, jeder sollte reinschreiben. Ist kein Stress. Ist okay. Rap La Rue 2. Bewirbt euch jetzt unter www.rap-la-rue.de. Sehr schön, Dennis. Ehrenmann. Folge 2. Bring in the money. Bring in the money. Was geht ab, Leute? Seid ihr gut drauf? Ist laut genug für euch, Chat? Okay, die meisten von euch sind gut drauf, aber zwei von euch werden wahrscheinlich nicht so gut drauf sein. Ihr wisst ja, wir haben gestern Abend schon erklärt, ihr müsst gleich los in die Stadt und als deutsche Straßenmusiker quasi in Marokko, in Marrakesch, Geld machen. Es wurde gesagt, dass wir betteln müssen. Da habe ich kurz gedacht, betteln? Aber betteln. Wenn ihr auf Straße betteln. Und der am Ende des Tages das meiste Geld nach Hause bringt, seine Truppe hat gewonnen. Antreten werden Haaland gegen JU. Ich hoffe, ihr habt euch schon eine kleine Strategie überlegt, wie ihr am meisten Geld macht. Hä, aber warum muss jetzt zum Beispiel wieder Haaland ran? Weil merkt euch eine Sache, ihr habt die Verantwortung über euer Team. Verkackt ihr, wo ist verkackt Folge am Ende Team. Entschieden. Ah! Ja. Wir wünschen euch viel Glück. Ihr habt 2 Stunden in der Stadt von Marrakesch. Es ist alles erlaubt. Ihr könnt strippen, rappen, tanzen, machen, was ihr wollt. Sammelt Kohle, okay? Ich wünsche euch viel Spaß. Go. Und bevor wir losgehen, will noch einer im Pool springen? Ich spring gleich. Jotti! Ja. Wer hat Eier? Wer hat Eier? Wer geht rein? Malat. Ewa, Elo, Elo sieht. Ja! Digga, Wetter ist so geil. Auf geht's rein, rein, rein im Pool, Leute! Rein, ich hätte auch so Bock. Er soll Pantomime machen. Mach Pantomime, kannst du Pantomime? Ja. Zeig. Der soll einfach echt Hasch verkaufen. Ja, mach das. Ey, Amino, darf der Hasch verkaufen? Ja? Ja, bei Gott, mach das. Und jetzt singen dabei? Nein, ohne singen. Pantomime reden nicht. Ich bin schon zwei. Ich hab mein Pass verloren, mein Geld. Sammy, das hättest du mich in die Jury geholt, ne? Wäre dein junger Haaland nicht mehr da. Nein, Bruder, sei ehrlich zu dir. Natürlich, Bruder. Wir machen eine Challenge. Bruder, mit Ehrlichkeit kommst du noch nicht raus. Salam alaikum, alaikum salam. Genau, meine Ehrlichkeit gewinnst du. Ehrlichkeit, Liebe und Sympathie. Ja. Sympathie, wichtig. Fleiß. Niemals. Und das Allerwichtigste ist, bisschen. Bruder, das ist unser Stadion hier. Ist genau, unser Heimspiel. Heute werden Enkeltrick mit Nein sparen. Enkeltrickbetrüger. Wenn du siehst, Leute gehen einkaufen, trag ihre Sachen. Ja. Trag die Sachen und dann mach am Ende einfach nur so, ja, als ob du kein Deutsch genau. So, das trag die Sachen von den Leuten. Boah, wie ekelhaft, ja. Der sagt, wenn du siehst, Leute gehen einkaufen, trag ihre Sachen und mach nur so am Ende. Ekelhaft. Siehst du, denkst du aber nur Leute, die reich aussehen. Das ist Baba. Oh, guck mal. Hör zu! FC Alter! Schule! Alter! Schule! Alter! Schule! Alter! Schule! Alter! Schule! Alter! Du, raus! Du, raus! Ey, weißt du was? Diese Show, die ihr gemacht habt, ne? Eigentlich wollten wir jetzt auch machen,
aber das zeigt nur, dass ihr Angst habt, weil der Bell, der beißt nicht. Nürnberg hat gesprochen, versteht ihr das? Leute aus Nürnberg haben dieses Mindset. Ich wollte noch mal. Ist einfach was eingefallen, deswegen. Wir sind in Marokko und passt auf, wenn ihr euren Hut auf den Boden legt, damit die Leute Geld reinwerfen. Passt auf, dass euch niemand das Geld wieder rausklaut, ja? Ich wünsche euch viel Spaß, Jungs. Ich war noch nie in Marokko. Ist Marokko schön? Behindert? Ich würde so gerne viel reisen. Ich verlasse mich auf meine Joker und wenn nicht... Ich hab dir zwei Äpfel und Birnen gegeben, ne? Ein Apfel und eine Birne. Ja. Wie viel hast du noch? Zwei Äpfel. Und? Gar nichts. Lüg nicht. Walla, ich nehm nichts mit davon. Nur eins. Nimmst du Musikbox mit? Niemals, Bruder. Bruder. Wie sollen wir denn Musik machen, Bruder? Bruder, ich sag. Ich glaub, ich mach die Leute hier, die geben niemals. Ey, ihr seid so unangenehm, weißt du das, Bruder? Wie kleberig. Ich überleg grad, ob ich Geld machen könnte auf der Straße. Wie würde ich es machen? Ich würde auch singen. Ich glaube, ich wäre so eine schlechte Chris Brown Version und die Leute hätten Mitleid mit mir. Guck mal, wo die uns... Einfach Bahnhof halten? Ja, aber ist doch nichts Besonderes. Wir haben uns auseinandergenommen. Wir sind geliefert. Bruder. Wir sind geliefert. Bruder, ich bin glücklich, wenn ich jetzt 50 Cent kriege. Ehrlich, Dennis, Bruder. Zeig mal her. Bruder, ich bin glücklich, bewegt wenn ich alles, er sich was auch? Ich habe, noch behalten. Ne? Ja. Eigentlich ist nur Ziel, nicht Minus zu gehen. Ja. Fangen wir. Wie fühlt ihr euch, Jungs? Das ist ein Scherz, Bruder, die Frage. Mein Bruder hat. Viel Glück, mein Bruder. Aber warte, ich muss mir vorher mal eine Sache sagen. Ich muss so aussehen wie die hier. Wo schickst du? You, wer ist Haaland? Das Duell. Hello. Are you good? 1 euro? Oh mein Hello. Gott. Hello. No? Tomorrow? Okay. Boah, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das... Oh, das muss ihm, glaube ich, so krank unangenehm sein. Ja, wäre einfacher. 100%. Ja, geht doch. Haaland, wir machen auf korrekt. Ein Lied du, ein Lied ich. Dalla, da kommt was. Walla, da kommt was. Hello. Walla, die hat mich so gefickt. Hallo, you got 10 Dirham? Oh Jungs, was macht ihr da? Das sieht gerade so aus, als ob das schlechte, so schlechte Prostituierte sind. Die Jungs wollen gefickt werden, aber keiner hat Interesse an die. Ja, so kommt das gerade rüber, ja. Tomorrow. Okay. Eigentlich nicht lustig, aber in der Situation lustig, weil er nach Geld eigentlich bettelt. Wisst ihr, was ich meine? You have 1 euro? I don't have, Walla. Walla, ich muss Geld kriegen, er fragt mich nach Geld. Also wenn du die nach Geld fragst, Walla armselig. Walla, nein, mal's, Bruder, das kann ich nicht, Bruder. Museen? Boah. Egal, wenigstens wir haben Streams dazu. Hey, Haaland. Ist gut? Mit Jan? Ja. Bien.
Ey, Ju, was soll das? Willst du die jetzt wirklich nach Geld fragen? Das sind meine Brüste. Aber warte, willst du die wirklich nach Geld fragen? Nein, niemals. Ich hab keinen Charme. Aber wen soll ich denn fragen? Niemals. Oh, thank you, brother. Wallah. Wallah, einfach so. Ha! Er hätte sich noch mehr wie ein Penner anziehen müssen. Bruder, ich weiß nicht, was es ist, aber auf jeden Fall. 1-0, Cousin. 1-0, Cousin. Von wem? Lala, Khoya, Khoya. Lala, Lala. No, no, brother. Hier, hier, hier. Yes. I kiss your heart from my heart. Ewa. By Allah, Pumba. Thank you. Wie viel hast du? Bruder. Ah, ja, la, la. Thank you, la. Ja. Hä, wie? Kriegt ihr jetzt einfach Geld, wenn er seinen Hut dahin gelegt hat? Wallah, ich hab ihm den Fünfer zurückgegeben. Du nimmst von kleinen Kindern Geld, Bruder. Was für kleine Kinder, genau, Bruder? Sorry. Ich hab von einem erwachsenen Mann gegeben. Wie viel hast du? Hä? Wie viel hast du? 4. Hä? Ich hab 5, Wallah. Nein, ich hab... Allah, ich hab 5. Bei Allah, ich hab 5. Nein, ich will nur gucken. Nein. Nein. Hallo? Do you have a little bit... Fisch. Hallo? You have a little bit money? Wallah, lach mich einfach aus. Habibi. Oh, oh, gibt Sonnenbrille, was ein Ehrenmann. Krass. Wallah, einfach Brille. Ey, und du! Das zählt nicht, Bruder. Natürlich. Ey, ey, das zählt nicht. Natürlich. Einfach Sonnenbrille, Bruder. Krass. Ich hab eine Idee, Bruder. Ich muss kurz mein Trinken holen aus dem Auto, Bruder. Aber ein Vorteil hat es mit den Obst, ich kann jetzt selber essen, ja? Digga, oh. Wisst ihr, was clever wäre? Und guck mal, ich bin jetzt schon Motherfucker. Ich hätte sie dies gemacht, so 50 Cent eine Umarmung. Versteht ihr, was ich meine? So dieses, nicht Free Hugs, sondern so 50 Cent Hugs. Diese, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der einfach Geld gibt für eine Umarmung. Versteht ihr, was ich meine? So ein Schild hätte ich gemacht. Aber ihr müsst mir den Kontext erzählen. Prinzipiell richtig lustig, aber nicht in Marokko, okay, tamam. Das hat ja jetzt nichts mit Rap zu tun. Auch schmackotastisch. Oder? Tschüss. Tschüss. Ja, es ist eine Show. Ja, 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 verstehe, ich verstehe. Warum ist der so sauer? Da kommen die ersten Harakets. Schade, ja. Ich will das Geld gar nicht, ich will gar nicht gewinnen. Ich glaube, wenn ich noch gewinnen sollte, wird es so kommen, aber es wird schwer. Haaland hat gut vorgelegt, aber ich habe ihm meine neuen Füße. Die standen hinter mir die ganze Zeit. Ja. Ja? Warum? Warum muss man abbrechen? 2 Stunden später. Jungs. Was ist da eben passiert? Hallo? Hallo? Bitte, Bruder, ja. Wir müssen, Bruder. Ja. Bruder, lass mal später unsere Sache machen.
Wallah, bitte gib mir einfach einen Mittagsschlaf für 2 Stunden. Ist das so, dass jeder was von deinem Hack will? So? Nicht for free, sondern wenn du was wenn du Geld machst, muss ich auch Geld machen. Ein auf den. Was ist denn passiert, Jo? Bruder, Komplikationen, ja. Wir waren auf fremdem Terrain. Auswärtsspiel. Die Heimfans waren nicht zufrieden, Bruder, mit der Aufstellung, mit der Startelf und da haben sich beschwert. Aber Bruder, es ist auch irgendwo verständlich, wenn wir zu irgendjemandem gehen, Bruder. Mit kaputten Leibchen. Ja, Bruder, er hat. Auswechselbank. War gutes Aufgebot, guter Kader, Bruder. Aber manchmal ist die 4-4-2 offensiv. Wäre besser, wenn man 4-4-2 defensiv hat. Ich höre das krank. Moin, Conny. Kid, mein bester Dank für den Sub im ersten, mein Bruder. Ach krass, hat der Bruder einen Arm weniger. Chat? Nein? Achso. Hä? Aber das sah doch gerade so aus, bin ich dumm? Guck mal, Bruder, hier. Ich hab gedacht, er hat einen Arm weniger. Ja, war nicht auf. Das sah nur so aus. Wegen Cam sieht man nicht. Ja. So, Jungs. Kommt einmal zu uns. Ja, dann zu mir. Erfolgreich, Bruder. Ja, war gut. Ja, sehr gut. Also, Tag 2, Challenge 2. Bring the money. Haaland, was hast du für dein Team erbracht? Oh shit, okay. Guck mal her. Warte. Nein, nein, da steht 5 drauf, oder? 5 kannst du, oder? Ja, ja, aber. 6. Pass auf, ich mach jetzt mal 5er. Pass auf, es gibt Unterschied in 2er und 1er Münzen. Mhm. Das sind 20. Tschüss. Nicht schlecht, ja? Warte mal. 25 Dirham, Bruder. 25 Dirham hast du, oder? Wie viel ist das in Euro? Ich hatte gar keinen Dirham gemacht. Okay. 2,50, haram. Ja. So wie wir den JU kennen. 12 Kilo mit Klamotten. Aber dafür 28 Dirham. Wow. Ja, 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 ja. Nice. Das heißt, du kannst dein Team einmal nehmen. Und sich verabschieden. Krass. Laber nicht, kann man mit, damit kann man essen in Marokko? Hilfe, wie krass. Glückwunsch. Überlebt. Krank. Glückwunsch. Dankeschön. Überlebt. Überlebt. Ja? Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch. Danke, Brü. Danke, Brü. Glückwunsch. Jetzt wird's heikel. Haaland, Haaland, nimm dein Cash, Bruder. Hart verdient. Dankeschön. Ey, Jungs, was braucht uns da? Okay. Jetzt zum Verliererteam. Jetzt bin ich gespannt. Ihr habt es leider nicht geschafft. Haaland, man kann nicht in alles der Beste sein. Ja? Wir sind sogar stolz. Wir haben gedacht, ey, als blonder Typ, wenn du rumläufst, die entführen dich, Cousin. Die denken. Bruder, zum Glück. Aber es war auch sehr knapp, ja. Ich sag ehrlich, 28, Bruder, sehr knapp. So, jetzt kommen wir zu eurer Challenge. Ihr habt jetzt genau 1,5 Stunden Zeit. 1,5 Stunden. Euch egal wie zu mischen und Duo-Songs zu performen. Oh, krass. Ihr geht in die Loser-Villa, ihr entscheidet selber, wer mit wem und wir sehen uns danach hier. Bin auf gespannt, geht's. Das ist geil. Darauf habe ich richtig Bock. 1,5 Stunden, der Timer läuft.
Okay. Da kannst du nicht laufen. Loslegen. Sollen wir? Digga, wir sind wieder in so einer Situation wegen 3 Dirham. 3 Dirham. Oder sag mal, ich hab mein Bestes gegeben. Warte mal, ist es das beste Team? Das schlechteste Team fliegt raus. Das schlechteste Du. Es liegt wirklich nicht an dir, ne? Aber Bruder, es zieht schon so sehr an so Nerven, so jetzt zweimal. Soll ich euch mal was sagen, ohne dass ich ihn kenne, und das ist so voll, voll, wie sagt man, so voll das Vorurteil und einfach nur so aus meinem Kopf gezogen, aber ich schwöre, und ich rede für mich, weil ich die gleiche Denkweise hätte, ich schwöre, in meinem Kopf wäre, ich hätte es besser gemacht als Haaland. Mit mir hätten wir nicht verloren. Check dir, weil am Ende weißt du nicht, wie viel Einsatz hat er gezeigt, was hat er gemacht und so. Und ich kann mir vorstellen, dass er, weil er auch das anspricht, so ein Typ ist, der sagt, ich hätte mehr geholt als 25 Dirham. Aber ich so, ich sag, ich hätte safe mehr geholt. Wer würde denn mit wem machen wollen? Ich hätte immer Salam Aleikum, Bitan, Dirham, Dirham. Ja, eigentlich können wir machen. Wir haben ein Brett auf jeden Fall. Also wir haben einen liegen. Wir könnten aber auch einen neuen machen. Ja, ey, Coutinho. Machen wir? Was denn? Aber Wallah, das geht so nicht, Junge. Ich habe jetzt noch keinen Song. Wer hat noch keinen Song von euch miteinander? Shorty. Ich habe auch noch keinen Song, aber der meinte, der hat doch einen. Ich hab einen Song, aber der zweite Part nicht gefällt. Gut, also ich habe auf jeden Fall noch keinen Song, jetzt mach ich mit Shorty jetzt. Ja, wenn ihr schon Songs zusammen habt, wieso nicht? Easy, umso weniger müssen wir aufnehmen. Wer fickt deinen Kopf mehr als du selber? Keiner. Also. Boah, das ist jetzt so ein Tankstellengespräch. Um 4 Uhr mit deinen Jungs an der Aral. Der eine Bruder hat diesen dicken Schlitten. Achtung. Deswegen chillen wir auch uns. Gio, Hamid, Bruderherz, benimmt euch beide. Mit Ready und Kippe. Erstmal Vorarbeit. 100%. Guck mal, ey Bruder, was jetzt meine Frage ist, ne? Sollen wir sicher mit alles flauschig gehen, Bruder? Oder sollen wir noch ein... Safe. Du weißt doch, mein Vater hat 3 Beine. Er meinte, bitte mach das. Ja, er meint ehrlich. Der kommt ja ursprünglich aus Ghanawi. Deswegen, machen wir. Lange Geschichte. Lange. Boah, 1,5 Stunden ist schon echt wenig. Ist schon echt wenig Zeit für einen ganzen Song. Vor allem auch mit Aufnahme, Schreiben. Wir geben jetzt Gas. Schreiben erstmal und direkt aufnehmen und dann los geht's an die Arbeit. Guck mal, ich weiß ja nicht, so, ich glaube, ihr harmoniert menschlich sehr gut zusammen. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwelche Ego-Sachen sind oder so, überhaupt nicht. Aber ich wollte euch nur sagen, dass so, wir haben jetzt gerade den Dreh schon verschoben, ne? Aus Kulanz quasi so, weil ihr noch keinen Song hattet. Wir wollen, dass alle die Chance haben, diesen Song zu machen so. Aber besser... Mit wem redet er? ...einen Song zu haben, weil nochmal verschieben können wir nicht. Ah. Mit mir. Ich habe mich gerade angesprochen gefühlt, Chat. Ich habe mir gerade gedacht, soll ich mir. Ich habe in 5 Minuten hast du hier einen 16er von mir und in einer halben Stunde hast du von mir hier einen Hit. So war in meinem Kopf.
Okay. Ey! Mein Bruder, mein Herz! Yeah, W's in the chat! W's in the chat! Das Verliererteam gewesen. Ihr solltet euch vorbereiten. Ich hoffe, ihr habt euch in zweier Teams zusammengefunden. Ja? Ich erwarte euch von euch jetzt Höchstleistung. Ja? Dass ihr W-Sammy zeigt, warum ihr hier in der Villa seid. Digga, Sammy ist gar nicht so ein dünner Semmel. Ich hab immer gedacht, Sammy hat voll die dünnen Arme und so. Der ist so normal gebaut. Abaya und ich und ein Special Guest. Der erste Special Guest in den Villa-Folgen. Ich möchte ihn einmal bitte hereinbitten. Bekannt aus Fernseher und Radio, mein Bruder. OG! Ich kenne den irgendwoher. Aus Frankfurt, wa? Wir sind heute da. Wir bewerten eure Songs. Ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, ihr seid fit. Seid ihr denn ready? Yeah. Seid ihr ready? Stuttgart, ah. 0711. Wollt ihr besonders was sagen zu sehen? Bruder, ich hoffe, ihr seid alle ready. Ihr seid alle ausgeschlafen. Alle gebt Gas, alle. Ich freue mich auf eure Performances. Geil. Geil, Digga. Geil, geil, geil. Dann würde ich die Ersten einmal zum Mic bitten. Ich bin sehr gespannt. Gio und Ammo. Soll ich immer meine offene und ehrliche Meinung sagen? Wichtig ist, dass ich das nicht persönlich meine. Wichtig ist auch, dass man das nicht falsch versteht. Was auch wichtig ist, Musik ist Geschmackssache. Ganz einfach. Der eine liebt Schokolade zu essen, der andere ist gar kein Fan von Schokolade. Der eine mag weiße Schokolade, der andere mag dunkle Schokolade. Das ist von Person und vom Mensch unterschiedlich. Musik ist Kreativität, deswegen niemals, falls man das irgendwann sieht, persönlich nehmen. Ich sag halt einfach nur, ob's mir passt, ob's mir gefällt, auf meiner Ebene. Ja, ist ein W bis jetzt. Ich weiß nicht, wer der Achi ist, aber mein Bruder hat's, bis jetzt hast du mich. Ewa! Ich hoffe jetzt, dass Gio in einer tiefen Stimme irgendwie reinkommt. So ein Kontrast. Der Flow ist sehr geil, finde ich auch. Ich hoffe, dass er das jetzt keine Warnung, Achtung. Ja, genau, ihr zwei geht einmal auf die rechte Seite, nämlich, weil ihr weiter seid, Digga. Hätte ich sofort weitergelassen. Die Mischung, dieses alles flauschig. Ja, normal, Bruder, alles flauschig. Ja, hab ich wie bei dir, alles flauschig. Yes, Digga, ich fand das geil, den Übergang. Alles flauschig? Doch, das war cool, Digga. Ich schwör, war cool. Das war cool. Für 1,5 Stunden, meiner Meinung nach, super cool. Hat sich erfrischend angehört, war ein Kopfnicker. 1,5 Stunden, Jungs, setzt euch und schlaft schön. Morgen ist ein neuer Tag für euch. Sehr schön, Jungs. Ich bin stolz auf euch, ja. Gerade euch beide. Ich sag euch ehrlich, ich hab euch dick in mein Herz geschlossen. Und für mich seid ihr die Eins, was Entwicklung angeht. Ich erinnere mich noch so von der Anfangszeit bis jetzt. Alles flauschig. Ich hab's aus euch gemacht. Alles flauschig. War ein super Song. Ja. Song stabil, Flows geil, Jungs. Nice Reime. Ich fand vor allen Dingen die Pre-Hook sehr, sehr geil. Also allgemein der Song war sehr, sehr rund. Ich finde persönlich, es war jetzt kein Hit. Ja, aber bei solchen Aussagen denke ich mir immer, was ist deine Erwartungshaltung, Bruder? So, erwartest du jetzt, dass wir hier Modern Talking 2 abliefern von den Zahlen? Digga, die haben abgeliefert in dieser Zeit, das wolltet ihr. Die Aufgabe war ja nicht, schreib in 1,5 Stunden einen Hit. Nein, Habibi, 1,5 Stunden, wir sollen 2 Dus machen, wir sollen abliefern, wir haben abgeliefert, hier ist deine Pizza, lass sie dir schmecken und nerv mich nicht. Chalas. Ich nicht tagelang im Kopf, aber alles optimal eigentlich, alles super. Alles flauschig. Ich kann dazu nur sagen, flauschig, Alter. Ganz gechillt, Alter. Yes! Ich find echt krass, Alter, wie ihr harmoniert habt, Alter. Yes, OG ist mein Bruder, flauschig. Ich hab geil zusammengepasst, finde ich. Dieses Abwechseln war geil. Weiter so alles flauschig. Yeah.
Okay, dann würde ich einmal die Nächsten ans Mikrofon bitten. Manchmal bin ich einfach blind vor Zorn. Nee, weiß ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Also, kein Disrespect, aber... Lichter scheinen durch die Augen, die schon viel zu viel gesehen. Nein, Digga, damit kriegst du vielleicht irgendeine Schlechte, die gerade von irgendeinem Marokkaner verlassen wurde, hier in Frankfurt. Auf TikTok, aber mich bekommst du hier in meinem Streamingzimmer damit nicht. Alles, was ich mache, geht kaputt. Um mich rum, mir fehlt die Luft zum Atmen. Digga, das gibt mir so... So... Ganz kurz gab's mir so Kontra-K-Vibes. Dann gab's mir so schlechte Xavier Naya Du-Vibes. Darf man das sagen? Ich will nicht so fies sein. Aber der Song ist so Alibi wie diese Handbewegungen im Hintergrund. Digga... Wir wissen doch alle, dass es das nicht ist. Also so, wisst ihr, was ich meine? Wenn du ehrlich bist, keiner ist jetzt hier bei dieser Handbewegung. Aber es ist nicht mal böse gemeint so. Es hätte jetzt nur noch gefehlt, dass da hinten ein Moshpit aufgemacht wird. Open it up! Aber nein, so, das war, ich finde, der Song hat keinen Wiedererkennungswert. Oder beziehungsweise der Song hat nichts, was ihn irgendwo in gewissen Stellen oder in gewissen Parts hervorhebt. Versteht ihr, was ich meine? Der Song hatte keinen Erkennungswert. Bei dem Song von Gio beispielsweise, hattest du, selbst wenn du dich nicht mehr an einzelne Textzeilen erinnern kannst, weißt du, aha, es war flauschig. Versteht ihr, was ich meine? Flauschig, okay. Auf Flauschig wurde irgendwo was aufgebaut, wurde mehrmals wiederholt, bap, bap, bap. Hier ist sehr wenig Höhen und Tiefen in einem Song, was einen abholt. Das ist nur meine Meinung. Es nennt mich Spasti oder sagt zu mir, was ihr wollt. Das ist ja euer absolutes Recht, aber er ist sehr monoton. Vielleicht war das Leben gegen uns. Ich dreh mich um, sonst drehen wir uns nur im Kreis. Stark, Leute, stark. Ey, dieser Song, also es ist ein wunderschöner Song, Leute. Ich finde besonders, wie ihr geil harmoniert zusammen so und der Kontrast von euren beiden Stimmen wirklich, wirklich nice auf diesem Song. Und ich freue mich auch mal, es ist ein anderer Style hier, so ein bisschen Pop, Disney-mäßig so. Hat mir sehr gefallen, ja? Ja, also ich muss ganz klar, letzte Runde hat Pada super Lorbeeren geerntet. Auch gestern das Battle hast du super bewältigt. Aber diesmal gehen meine Lorbeeren an Shorty. Ich bin echt überraschend, positiv überrascht von deinem Part. Das hört sich sehr, sehr erwachsen an. Und ich sag dir ehrlich, ich erwische mich immer an einem Punkt, wo ich mir denke, ihr seid so krasse Künstler geworden. Ihr habt alle so eine heftige Entwicklung gemacht. Wenn ich rückblickend eure Songs von der ersten Runde höre und jetzt euer Niveau höre, dann denke ich mir, Digga, was soll ich da bewerten? So, die machten alle bessere Songs, als ich jemals könnte, so. Verstehst du? Die sind alle so gut und super Song, super Leistung. Dankeschön. Ich kann mich auf jeden Fall nur anschließen, Alter. Was ich noch sagen kann, aber Bruder, mir hat es andersrum gefallen. Mir hat der Pada mehr gefallen, ein bisschen. Aber ist halt, ich weiß nicht, Alter, vielleicht ist es nicht ihr Song gewesen oder nicht dein Beat oder keine Ahnung. Aber so ist es bei mir. Ich hab mich halt... Also mir hat der Part ein bisschen mehr gefallen. Ein negativer Punkt bei diesem Song von euch war halt, dass ihr zu lange gebraucht habt. Die Challenge war eigentlich festgesetzt, zu einer bestimmten Uhrzeit fertig zu sein. Und hier sind wir am nächsten Tag. Ja. Ich bin vorbeigekommen in die Villa und habe euch ein bisschen mit dem Songwriting, ein bisschen mit dem Beat und so geholfen. Weil wir unter Zeitdruck waren, ehrlich gesagt. Wenn du richtig asozial bist und wenn du richtige Prinzipien hast und richtig nach Regeln gehst, könnte man sagen, raus mit denen. Aber das ist so, wie sagt man? Versteht ihr, was ich meine? Also, ihr müsst hier, meine Denkweise ist, gleiches Recht für alle. Aber ich sag das jetzt, ich weiß nicht, ob noch im Nachhinein was kommt, aber gleiches Recht für alle. Business, Bruder, genau so ist Business. Okay, aber wir gucken weiter. Ihr schreibt schon, abwarten, wir schauen, ich schau. Dicker, ich muss mal sagen, ich weiß nicht warum, ich schaue das jetzt das zweite Mal, aber mir macht das richtig Spaß, Sammy sein Format zu schauen, ne?
Weil man kann geil diskutieren und ich bin eh voll der Kritiker, was Musik angeht. Ey, es hat Bock gemacht. Ey, ich war gerne dabei, auf jeden Fall. Und lasst euch davon nicht unterkriegen, der Song war trotzdem eine 10 von 10. Auf jeden Fall. Lüge, Sammy. Lüge. Lüge. Ich sag, weil ich sagen darf. Ich muss stoppen, ich weiß, ihr habt keinen Bock, aber ich hoffe, sie gibt einen sehr emotionalen Vibe und der Bruder gibt etwas Energie und Hass in diesen Song rein. Versteht ihr, was ich meine? So wie ein Spiel, dass sie sich beispielsweise miteinander streiten. So würde ich mir das jetzt gerne vorstellen. Da, 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 da. Versteht ihr, was ich meine? In die Richtung würde ich das gerne haben. Du warst in einem Käfig gefangen, ich zerschlug ihn und nahm dich dann fest an die Hand. Damit du Engel noch weiter fliegen kannst, hab ich auf meinem Weg meine Flügel verbrannt. Sag dem komm rein, Ding, komm rein. Komm dir war's egal. Versteht ihr? Das ist das, was ein Trainer fordert, wenn ihr sagt Doppelpass. Ich will ein Doppelpass, spiel und geh. Biet dich wieder an, genau das machen die gerade. Egal wie sie reingekommen ist. Das ist, so muss das sein. Abo, mach ich nicht oft. Versteht ihr, was ich... Ey, Digga, versteht ihr jetzt, was ich meine? Deswegen bin ich der Meinung, man sollte sehr aufpassen, was man sagt, weil wir hatten vor 5 Minuten ein komplett anderes Pärchen in so einem leichten musikalischen Vibe, der auch in die Richtung geht. Und ich finde, das ist ein Regenbogen und das andere war ein Regenwetter. Hier willst du. Bei dem anderen bleibst du zu Hause unter deiner Bettdecke. Boah, brutal. Auch dieses so, du gehst sehr, sehr sensibel rein. Und auf einmal macht's bam, 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 bam. Boah, sehr, sehr stark. Ich hätte jetzt für die schon das Musikvideo. Ich hätte jetzt schon für die das Musikvideo. Das Musikvideo fängt an, das ist erst ein Pärchen, dann streiten die sich, es ist dunkel und beide fahren nach Hause. Der eine Junge steigt in sein Auto, das Mädchen steigt in die Straßenbahn. Das Mädchen schaut aus der Straßenbahn, es regnet und so und singt an der Scheibe. Der Typ in seinem Auto fährt, lass laufen, kommt noch. Versteht ihr, was ich meine? Fantasie. Versteht ihr, was ich meine? Fantasie. Ich fahr nachts in die Stadt, sag, kennst du diesen Platz? Ich war nur nie am Tag da, was hab ich mir nur gedacht, sag, warum ging ich ran, auch wenn es mir so weh... Hätte ich wieder hier anders gemacht, mein Engel. Falls du das irgendwann mal hörst oder so, bring hier ganz kurz Energie rein und fall wieder runter. Weil du baust was auf. Hört mal. Sag, warum ging ich ran, auch wenn es mir so weh tat? Schrei ruhig, sag's mir... Chat, ich bitte euch, ich schwöre, ich würde den Song nochmal hören, ich höre den jetzt auch nochmal, ist mir egal, ich meine krank ernst, alles gebracht, was man nicht erwartet, der war, Bruder, ich weiß nicht, die zwei, brutale Kombo, das gibt mir so ein Mittelfeld-Vibe zwischen Iniesta und Xavi, wie die miteinander gespielt haben. Beeft euch noch ein bisschen mehr an, wäre noch geil, wenn noch ein bisschen mehr Emotion reinbekommt. Das irgendwie, aber top. Bruder, der Song davor war Mies-Shit. Feierabend, ich schwöre sogar, so wie die zwei sind, ich würde aufstehen, applaudieren und sagen... Das muss Donnerstag 23:59 Uhr auf jeder Plattform gestreamt werden. Macht mal Lärm, macht mal Welle, wesh. Donnerstag 23:59 Uhr, ihr wisst Bescheid. So, versteht ihr, was ich meine? Krank. Der Mann ist auch auf Nürnberg. Sehe ich sofort, ein Mann mit Qualität. Krass. Jetzt bin ich gespannt. Ich sag euch ganz ehrlich, Performance war böse. Also ihr habt geil zusammen, sah ihr geil aus für mich.
Und der Song an sich, was soll ich sagen, Alter, ey, ich habe Gänsehaut bekommen. Sehr schön. Meine Gänsehaut hat sich aufgebaut und ist immer noch da, Alter. Ich sag euch ehrlich, krass, Alter. Schöner Song. Dabei. Ja, Leute, was soll ich sagen? Fand ich okay. Spaß. ihr seid Stars auf jeden Fall. Ihr habt sehr geil performt. Der Song ist wirklich ein Ohrwurm. Was soll ich sagen? Einfach geil. Tun sie alle. Amen, du hast mich überrascht, Cousin, ja? Was machst du auf diesen Song, Cousin, ja? Also ey, ich bin positiv überrascht. Ich habe dich immer so eingeschätzt irgendwo. Und immer, wenn ich dich höre, weil nach jedem Auftritt, setzt du deine Messlatte noch höher und noch höher. Und ich denke mir, Safi, er ist am Limit angekommen und dann setzt du deine Messlatte noch höher. Ihr habt super harmoniert, Kauter, super Einstieg, perfekt. Ich weiß nicht, ich habe sogar Schmetterlinge irgendwo bekommen. Ja, die sind übergeschwappt zu mir. Ja, Bruder. Respekt für eure Leistung, habt ihr super gemacht. Brutal. Wisst ihr, was ich auch sehr, sehr, sehr geil finde? Amen und seine, er heißt Amen und ich habe ihren Namen vergessen, die haben auch gespielt. Amen spielt mit seiner Körperhaltung, mit seiner Mimik und Gestik. Das ist auch brutal wichtig. Dein Gesicht spricht auch für dich. Kennt ihr das? Dein Gesicht spricht Bände. So, die beiden haben Mimik, Gestik und ihre Stimme kombiniert. Die wurden zu Yin und Yang. Bitte einmal die Nächsten nach vorne, bitte. Wir sind zusammen, Jungs, das ist mir Wuppe. Paff, paff, bis Karamell, andale, acharen, quada, civil, placa, wie gim, apacht, mo. Paff, 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 klopf auf die Brust, paff, 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 bin wieder so, klack, 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 klack. Oh, vielleicht liegt's auch nicht, liegt vielleicht, dass es auch nicht so krass meine Musikrichtung ist, gibt mir sehr krasse PNL-Vibes. Heißt der PNL? Warte mal, PNL. So sehr in die französische Schiene. Ja, gibt mir so in die Richtung PNL Jewel Vibes, die beiden. Oder wie man den aus Jewel, keine Ahnung, wie man die beide ausspricht. Aber es gibt mir, warte, habe ich nicht auch einen Song von denen mal gehabt? Wartet mal. Lasst mich, ich will selber schauen, ob ich nicht jetzt hier einfach einen Song von denen habe. Interessiert mich für mich selber. Es gibt nichts. Ich würde niemals sagen, ey, boah, krass, was habt ihr da rausgehauen? Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, boah, war absolut scheiße. Versteht ihr, was ich meine? Baba! Fala, ich hätte nicht gedacht, dass ihr beide harmoniert, ja? Also ich glaube, so meine Meinung, mein persönlicher Favorite heute. Nein. Dankeschön. Digga, ohne dass ich das alles verfolgt habe und Sammy ist mein Bruder und Sammy ist mein Bruder, aber ich glaube, Haaland ist so sein Lehrling. Er ist Meister Yoda und Haaland ist Anakin Skywalker. Ich schwöre. Ich weiß es nicht, ich würde jetzt einfach so sagen. Haaland bringt Klicks, Habibi, hinter Haaland, sein Name steckt Geld. Weil ich glaube auch, ich habe auch schon sehr viele TikToks jetzt gesehen von dem, wo ich auf den letzten reagiert habe. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das mein Haaland ist wie in echt. Haaland ist in echt eine Tormaschine, das ist eine Klickmaschine. War, weil der Song ist gut, er ist rund, nervt nicht, wie OG gesagt hat, so. Kann man überall gut hören. Aber ich hätte ein bisschen mehr von euch erwartet. Irgendwie ein paar mehr Highlights oder so, weißt du, ich meine, der Song war super solide, aber ein bisschen Kontrast, ein bisschen Höhen und Tiefen hat man noch gefehlt, weißt du, ich meine. So. Ich kann dazu gar nichts ergänzen, schließe mich dem Bruder an. Ja. Genau so ist es. War gut, aber war, das war... Wir werden uns jetzt besprechen. Eine 3. Und euch in 5 Minuten das Ergebnis mitteilen, wer es von euch geschafft hat und wer es leider nicht geschafft hat. Dankeschön an alle, die aufgetreten sind. Befriedigend, ja, so. Boah, für mich gibt's keine zwei Meinungen. Ich gebe euch jetzt das Ranking. Die 2, 1. Dann kommt Gio auf 2. Dann die auf 3. Und die 2 packen ihre Koffer. Und überlegen nochmal, was sie da gemacht haben. Trotzdem 5.
Für mich war das auch der schlechteste Song heute so. Ich finde auch, Eamon und Kauze haben den besten Song abgeliefert. 100%. Tara und Shorty, find, die haben dann den zweiten Platz mit dem Song belegt. Ja gut, dann steht fest, Jungs. Dann gehen wir rein. Also, zuallererst einmal will ich sagen, Alter, ihr seid alle echt stark gewesen heute. Aber ich komme jetzt erstmal zu dem Song, der mir am meisten gefallen hat. Ich musste mich entscheiden zwischen Amo und Gio und Eamon und Kauta. Für mich war der krasseste Song heute Eamon und Kauta, finde ich. Das war ein sehr, sehr schöner Song. Wie soll ich sagen? Ich habe mitbekommen, dass eine Challenge eingehalten wurde von Pada und Shorty. Und dazu kommt auch noch, dass mir der Song nicht so ganz gefallen hat. War auch ein bisschen mehr Pop als Rap, so finde ich. Und ja, Mann, das war dann halt heute die schlechteste Performance für mich, finde ich. Ja. Aber trotzdem. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich sagen soll, weil das alles krasse Songs sind und ihr seid alles krasse Künstler. Leider müssen wir zwei Leute jetzt nach Hause schicken heute. Für mich war auch am stärksten Kauze und Eamon. Dann würde ich sogar mit Pada und Shorty gehen. Was? Schwöre, nein. Nein, also nicht akzeptabel. Ja, ich wüsste nicht. Also wenn ich jetzt alleine in der Jury wäre, wüsste ich nicht, Bruder. Ich würde einfach die Schnauze sagen, gar nicht sagen so. Ich würde straight sagen, Chalas, weg. Wir haben uns gerade zu dritt beraten. Und es waren verschiedene Meinungen. Es war nicht klar. Aber der Erste, der uns jetzt hier verlassen wird, ist Eamon und Kauter. Ihr dürft zurück in die Villa. Ihr habt es geschafft. Ich schwöre, ich wollte Sammy gleich anrufen. Wäre das so? Also, ich wollte Sammy gleich. Also wirklich, ich hätte ihn angerufen. Ah, Bruder, war gerade behindert sauer fast. Ich hatte am Anfang echt Angst, als dann Eamon und mein Name gefallen ist, weil ich dachte so, oha, ihr Verräter. Du kommst zwar weiter, aber neben dir jemand seinen Traum platzt, für was der gehasselt hat und so, weißt du? Bruder, du siehst aus wie ein Macher. Du siehst aus wie in Marokko ein Prinz, Bruder. Ich hab dich schon gelobt. Wirklich, sieht dir blendend aus. Bruder, Sammy, ich bin immer offen und ehrlich. Bruder, guck dir die Stream-Wiederholung an. Danke dir, mein Bruder, für 29 Monate. Selbst hier waren wir uns nicht sicher. Wir hatten alle drei andere Meinung. Doch schlussendlich haben wir uns dann geeinigt und müssen euch mitteilen, dass Ilo und Harland auch in die Villa dürfen. Platz 3, ohne Wenn und Aber, Platz 3. Dass Gio hier noch steht. Gio, Amo, Shorty, Pada. Mit der größten Entwicklung von ganz Rap La Rue. Keiner, ihr belegt den ersten Platz, was die Entwicklung angeht. Ihr kamt als rohe Diamanten. Ihr habt eure Talente mitgebracht. Und mit der Zeit ist es nur euch zu verdanken. Ihr habt euch so gedrillt dazu. Und ihr habt es wirklich geschafft, Stars zu werden. Jeder einzelne von euch ist ein Star. Jeder einzelne von euch hatte Höhepunkte und jeder einzelne von euch hatte Punkte, an denen es ihm vielleicht nicht so gut ging. Bei der Entscheidung von euch war ich zum Beispiel anderer Meinung als Abaya. Zum Glück sind wir eine Jury mit OG, Abaya und mir. Und es fällt mir jetzt sehr schwer, weil ich eigentlich mir das etwas anders vorgestellt habe. Aber Pada und Shorty, für euch endet der Weg leider heute hier. Ja. Amo, Gio, ihr dürft in die Villa gehen. Normal. Alles andere wäre auch eine Lüge.
Alles andere wäre eine Lüge. So als ob du in den Spiegel schaust und dich anlügen würdest. Lüge. Also für mich gibt es nicht mal eine Diskussion. Der Song von denen, da war der schlechteste Song von den Vieren. Und da gibt es kein Wenn und Aber. In jeglicher Hinsicht, was die Energie, was die Ausstrahlung, was der Inhalt, was den Wiedererkennungswert war, der war einfach monoton. Kommt bitte nach vorne ans Mikrofon. Ja Leute, wenn es nach mir ginge, ihr wisst selber, also ich war derjenige, der auch für euch gestimmt hat. Ja, Bruder, kompletter Quatsch. Allein, ich gebe euch jetzt noch ein Beispiel. Stellt euch vor, Chat, ich stellt euch vor, nur als Denkweise, ich sag zu euch, ey, in den nächsten, und ich überziehe das und überspitze das Beispiel, nur dass ihr es versteht, ihr habt eine Woche, in 7 Tagen ist das euer Essen. Ihr kriegt einen Korb mit Äpfel, Brot, etc., okay? Das ist euer Korb. Jeder, und in diesen 7 Tagen ernährt ihr euch von diesem Korb. Jeder von den 3 Teams achtet darauf, dass sie nicht so viel essen, sich das Essen ein bisschen einsparen und gucken, dass sie 7 Tage mit diesem Essen überleben. Die sind nach Tag 5 aber schon fertig. Der Korb ist leer und jemand sagt zu denen, ja, weißt du was, kein Problem, ihr kriegt noch mehr. Hier, ihr habt noch mal ein bisschen mehr. Nein, jeder spielt mit den gleichen Karten, jeder spielt mit den gleichen Teller und jeder muss sich prinzipiell an die Regeln halten. Und wenn 1,5 Stunden die Regel ist oder das Thema, dann wird nicht für andere mit anderen Brötchen gebacken. Sehr schön. Kann sein, dass ich Drake bin. Dieser Runde, aber zum Glück sind wir 3 Leute und es kommt immer zu einem Ergebnis auf jeden Fall. Gott sei Dank ist das Ergebnis gekommen. Ein großer Punkt bei der Entscheidung war halt, dass ihr leider die Challenge nicht eingehalten habt, rechtzeitig. So, und normalerweise wäre es ja schon so, okay, wer bei der Challenge nicht antritt, der ist ja automatisch raus. Wir haben euch trotzdem noch Zeit gegeben, einen Song zu machen. Ich fand den Song auch nice. Ich auch. Ich nicht. Wir alle. Ich fand den auch nice. Auf ich jeden nicht. Fall. Ja. Als bisschen mehr Pop als ja. Hip-Hop-Richtung, das ja. fand ich so, weißt du? Mhm. Und ich bin halt, mein Geschmack ist halt mehr, das ist halt Geschmackssache dann an dem Punkt. Wisst ihr, was ich meine? Allerdings muss man euch ehrlich was lassen. Ich glaube, Pada, du hast mit der 3. Runde die Runde deines Lebens gehabt. So. Du hast endlich, und das freut mich persönlich sehr, Leute auf dich aufmerksam gemacht. Ja? Leute haben angefangen, den Pada zu verstehen, zu lieben, zu fühlen. Und du hast dir eine kleine Fanbase damit aufgebaut. Ja? Und das macht mich persönlich sehr glücklich. Weil ich weiß, wie lange du hustlst, wie lange du deine Liebe in die Musik reingesteckt hast. Und mich macht es glücklich, dass Leute dich jetzt anfangen zu hören und anfangen, auf den Film von Pada zu kommen. Dafür möchte ich dir einen Applaus geben, weil Ehre wem Ehre gebührt, ja? So, Shorty, bei dir, du hast einen sehr steiligen Weg, ja? Sehr steinigen Weg. Viele Leute haben immer an dir gezweifelt und ich war jemand, der immer an dir festgehalten hat, weil ich wusste, was du mit deiner Musik sagst. Und ich wusste, dass du viel Leid durchlebt hast in deinem Leben und dein Leid über die Musik sprechen lassen hast. So. Und das hat mich zu einem Fan von dir gemacht. Vielleicht haben andere Leute nicht verstanden, was du versucht hast zu tun, aber ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, was Shorty macht. Und deshalb hast du von über 1000 Bewerbern es bis hier nach Marokko geschafft. So, ich habe gesehen, Leute verstehen mich. Ich bin auch sehr dankbar über Sammy, dass er immer hinter mir stand und immer noch steht. Und mir diese Chance hier geboten hat, es war wirklich große Klasse. Als ich mich hier im Februar beworben habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich ein Jahr später hier in Marrakesch sitze und performen darf. Shorty, meinen größten Respekt an dich. Sehr starke Ansprache. Ja, Leute, ihr wisst so, Rap La Rue ist natürlich eine Riesenhilfe, um seine Karriere in Gang zu bringen und Push zu bekommen und dass Leute über ihn reden und so. Aber viel wichtiger ist, ihr habt jetzt 4620. Hab von damals so viel mitgenommen. Nee. Digga, ich bin auch sehr, sehr kritisch oder sehr streng, aber ich meine das ja nicht persönlich. Und so, aber viel wichtiger ist, ihr habt jetzt alle Voraussetzungen, ihr habt die besten Voraussetzungen, um da rauszugehen in die Welt und euer Ding durchzuziehen. Okay, genau. Ihr habt die Erfahrungen gemacht. Danke euch. Darf ich schon was sagen? Und zwar, so, du meinst ja auch eben das Thema, so, was man mitgenommen hat.
Ich bin genau der gleichen Meinung. Die dritte Runde war heftig. Ich habe so durch Ilo auch was erfahren. So. Der Style hat sich gewandelt, kam super an. Ich habe natürlich noch andere Seiten. Das heute, man hat natürlich geschaut. Die Minuspunkt, vollkommen zu Recht. Wir haben was länger gebraucht, mussten uns finden, hatten noch keinen fertigen Song, aber letztendlich war eine geile Show. War super, hier dabei zu sein. Dankeschön. Nur Liebe, ich habe viel mitgenommen. Und wie gesagt, es war gerade erst der Anfang und ich sag euch, da kommt noch einiges. Und ja, das wird auf jeden Fall wild. Jeder Anfang hat ein Ende und ich habe sehr viel mitgenommen. Ich bin froh, hier dabei gewesen zu sein. Und jetzt geht's erst richtig los. Die Leute sind alle heiß, alle wissen. Du weißt, es ist Bader. Das ist die Einstellung. Wir warten, Bruder, wir warten. Wir warten. Alle Augen auf euch, alle Augen auf euch. Dankeschön, Leute. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Willkommen. In der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt. So, ich freue mich sehr auf die nächste herzlich Folge. Herzlich willkommen zu Tag 3. Und zu einer neuen Challenge. Der unsichtbare Gast. Boah. Upturn, Digga. Rap Battle. Und dann noch gegen Ju. Sammy, ruft den Schwanz schon mal einen Flug. Nein, nein, aber warte, nein, guck mal, fairerweise, ne, ich fand persönlich... Ich hab geschwitzt, ich sag ehrlich, ich hab mies geschwitzt. Ich hab mies geschwitzt, weil das Problem war halt auch so, jeder von den Jungs ist irgendwie mein Bruder. Sonntag, 18 Uhr. Okay. Ey, es war sehr, sehr, sehr geil. Sammy nicht abonniert, W. Amen, Digga, amen. Und wie hieß die andere? Kauda? Kauta? Gerne das auch abchecken, supporten und abonnieren.